das heißt, ich leite dann. Du leitest so ein, leitest ein, leitest aus, leitest alles. Herzlich willkommen zur neuen Episode von Progressive Master Talk. Mein Name ist Manuel. Ich habe an meiner Seite den Christian. Christian Kurs, Christian Küss. Und wir haben heute wieder eine Themenepisode seit längerem am Start. Keine Q&A-Episode, keine Gäste-Episode, keine Trainings-Episode. Keine Ernährungsepisode. Keine Ernährungsepisode. Auch das nicht, sondern über was reden wir heute, Chris? Oder weil was die Zuschauer anscheinend brennend interessiert. Oder es hat die Zuschauer brennend interessiert. Also ich habe mir das echt nicht gedacht, aber ich habe ja eine Umfrage gemacht und da waren so echt, also ich würde behaupten, 70% der Leute haben für Online-Coaching gestimmt, Online-Personal-Training. Wir haben anscheinend viele Leute da draußen, die sich für das Thema interessieren, die aufstrebende Persönlichkeiten in diesem Segment sind und sich weiterentwickeln wollen, nicht nur persönlich, sondern eben auch körperlich und auch im Hinblick auf ihre Fingerfertigkeit mit Personen über das Internet. Ja, also kann man schon mal sagen, richtig freshe Typen und Typinnen da draußen und ich bin extrem stolz, dass wir so gute Zuhörer und Zuhörerinnen haben. Also aus tiefstem Herzen. Perfekt, das hat gerade mega Sinn schon alles gegeben. Auf jeden Fall reden wir heute über das Thema Online-Coaching. Ja. Einfach so über unsere Anfänge. Ja. Und was wir machen. Das machen wir ja eigentlich. Also eigentlich machen wir nichts, eigentlich machen wir da einen Podcast. Ja. Ja. Es ist 4 Uhr am Nachmittag, wir sitzen da und drehen Podcast. Ja. So, eigentlich ist Online-Coaching passives Einkommen. Wie man sieht, ja, ist passiv. Und ihr braucht eigentlich gar nichts machen. Also. Quasi. Hat letztens wirklich. Letztens ist ja der Erfinder von Copy and Paste gestorben. Ja, ja, ja. Und der Matty hat so einen Post gemacht: Das ist ein trauriger Tag für alle Online-Coaches. Das ist ein Traum. Ah, nein, aber jetzt um ein bisschen wirklich ernsthaften Content drüber zu bringen. Voll. Also wir wollen das jetzt kurz und knapp halten und wirklich sinnvollen Input liefern für alle, die wirklich mit dem Gedanken spielen, in diese Szene unter Anführungszeichen einzutauchen oder die ihr Game improven wollen und auch die eventuell mit dem Gedanken spielen, sich einen Coach zu holen. Für wen würdest du sagen, macht überhaupt ein Coach Sinn? Mhm. Ein Online-Coach ist auf jeden Fall für keine kompletten Anfänger. Mhm. Weil es ist halt sehr schwierig, wenn jetzt wirklich kein Fundament da ist, die Basics also übers Internet beibringen zu können. Vor allem das Problem ist halt auch, dass es wahrscheinlich dann erstens sehr, sehr lang dauern wird, bis mal irgendwas weitergeht in der Ausführung. Und da wäre es auf jeden Fall sinnvoll, dass man zuerst mal einen Personal Trainer holt. Aber für alle Leute, die jetzt schon, sagen wir, die Basics beherrschen, wo jetzt die Ausführung keine komplette Baustelle mehr ist, sondern wo es jetzt um die Feinheiten geht, mhm. Und wo auf jeden Fall einfach Dedication und Commitment da ist, denke ich, kann eigentlich ein Online-Coach immer Sinn machen. Mhm. Und ja, das denke ich so im Ganzen. Was sagst du? Ja, ich denke auch, also viele fortgeschrittene Athleten da draußen denken darüber nach, was für Supplements soll ich nehmen, um die besseren Erfolge zu erzielen oder all sowas. Oder welches Gym-Shirt soll ich mir als nächstes kaufen, damit ich mega geil aussehe, wenn ich trainiere oder so. Und das sind halt Dinge, über die sollte man sich keine Gedanken machen, wenn man irgendwie anderweitig noch Improvements machen kann. Wenn natürlich alles stimmt und man mit sich selbst im Eigencoaching super zurechtkommt, ja, gibt es auch Leute. Aber für viele da draußen würde meiner Meinung nach ein Support an der Seite durchaus Sinn machen. Ja. Also vor allem im fortgeschrittenen Bereich, wie du schon gesagt hast, beim Anfängerbereich, du kannst niemanden über Internet eine Kniebeuge beibringen oder kannst niemanden über Internet irgendwas gescheit beibringen. Ja. Also jeder, der zu uns kommt, muss sich uns gegenüber vergewissern, dass sie die grundlegenden Bewegungsmuster im Studio beherrschen. Mhm. Das ist die Grundvoraussetzung für alles eigentlich. Und man sollte schon ein Basiswissen im Hinblick auf alles so ein bisschen mitbringen. Also ein ganz einfaches Basiswissen. Okay, also ich werde nicht erklären, was Proteine sind. Ja. Mhm. Nennen Trainee im Online-Coaching. Also das sollte alles irgendwo stimmen. Und dann sind die Eckpfeiler gesteckt für die stecken. Ein gutes Zelt. Dann kann man anfangen, eben das Zelt zu bauen. Das zu spannen. Das ist es. Yeah. Wie haben wir eigentlich damals angefangen? Also du machst das Ganze ja schon ein bisschen länger als ich. Wie waren es denn deine Anfänge? Wie bist du zum Online-Coaching gekommen? Beziehungsweise du warst ja PT, also Personal Trainer, on the floor. Ja. Wie bist du dann so zum Online-Coaching gekommen und wann hast du so diesen Switch gemacht, dass du sagst, okay, du möchtest jetzt den Fokus mehr auf Online-Coaching als auf PT legen? Mhm. Also ich habe ursprünglich begonnen mit dem Ganzen eigentlich
nach der Schule, einfach weil halt Freunde fragen, okay, kannst mal drüber schauen bei Ausführungen und so, kannst Trainingsplan machen, schwer. Was mit Ernährung, wie viel soll ich jetzt essen? Bruder, was soll ich essen? Hey. Bruder, bitte kannst du Ernährungsplan machen. Schwer, du hast so gute Bizeps. Auf jeden Fall, so hat es begonnen, halt so ein paar, quasi einfach Freunden halt so ein bisschen was zeigt. Wie viel Ahnung ich damals jetzt wirklich genau hatte, so einmal dahingestellt, aber es hat ihnen auf jeden Fall teilweise geholfen. Dann habe ich eben die Intelligent Strength Ausbildung gemacht und da ist eben auch so das Ganze erst aufgekommen für mich mit Online-Coaching in Valentin, weil der eben damals mein Vortragender war und davor habe ich keine Ahnung gehabt, dass es jetzt Online-Coaching gibt oder sowas. Ich habe eben nur so Trainingsprogramme und sowas kannte eben von den bekannten Fitness-Typen von damals und dann bin ich eben dadurch mal aufs Online-Coaching überhaupt gekommen. Habe aber selbst erstens, also mit PT gestartet eben, sehr lange eigentlich, also 1,5 Jahre glaube ich war ich, oder 2 Jahre war ich eigentlich größer als PT und so ein paar Online-Kunden. Es ist sehr früh so gewesen, dass ich Online-Kunden dann dazu genommen habe, einfach aus dem Grund, weil ich eben auf Instagram schon die Reichweite hatte, dementsprechend haben halt Leute mir eben auch aus Deutschland geschrieben, aus der Schweiz oder was auch immer. Aber größtenteils, wie gesagt, habe ich mit PT begonnen und ich denke, das ist auch recht wichtig, dass man PT-Erfahrung hat. Weil man muss halt, also es ist halt sehr schwierig, wenn man jetzt noch nie wem eine Kniebeuge beigebracht hat und noch keine Ahnung hat, wie, also welche Cues helfen jetzt und was sind überhaupt die Probleme, dass man das dann online überhaupt machen kann. Weil online ist das Ganze halt nochmal deutlich schwerer, weil du bist nicht daneben. Du musst es schaffen, dass du es in Textform oder in Videoform, wie auch immer du das machst, dann eben rüberbringst. Und ich denke, dass PT bzw. Hands-on da einfach ein gutes Fundament legt für das Ganze. Auch im Blick auf die soziale Kommunikation. Genau, wie du kommunizierst, weil online, wie gesagt, das ist ja einfach unglaublich wichtig, weil ich denke, eine wichtige Sache als Online-Coach ist einfach, erstens, wie kommunizierst du? Du musst kommunizieren können, musst irgendwie reden können, Empathie zeigen, etc. Es kommt halt immer darauf an, weil Leben, also deine Kunden haben ein Leben und dementsprechend ist es halt wichtig, dass du auf die aktuelle Situation auch irgendwie eingehst. Meine Kunden haben kein Leben, die tun nur trainieren dann und essen. Ja, dann, das sind die Traumkunden. Das sind die Traumkunden. bei den meisten ist aber nicht so der Fall. Und dementsprechend musst du halt einfach auch lernen und das wirst du eben mit der Zeit dann und dich weiterbilden, dass du eben weißt, wie du am besten mit bestimmten Situationen umgehst. Und generell, wie gesagt, PT habe ich begonnen und dann bin ich, jetzt haben wir 2020, dann bin ich eigentlich Ende 2019 bin ich eigentlich dann nur noch Online-Coaching, also habe ich nur mehr Online-Coaching gemacht. Ich habe schon noch durch die Prep hinweg sehr viele PTs gemacht, einfach um mich beschäftigt zu halten den ganzen Tag, damit ich nicht nur vorm PC sitze, sondern damit ich unterwegs bin und gar nicht das essen kann. Einfach vor allem aus dem Aspekt und ich muss sagen, ich vermisse tatsächlich ein bisschen PTs machen. Really? Ja, ich denke mir sogar aktuell, dass ich wieder ein bisschen PTs machen möchte. Aber das Ding ist, es ist halt sehr schwierig, dass man jetzt noch die Zeit dazu findet. Ja. Aber ich bin tatsächlich am überlegen, dass ich wieder ein bisschen mehr PTs mache. Einfach weil es schon sehr geil ist. Also vor allem, wenn man einfach jetzt so, keine Ahnung, mein erster Kunde war halt der Martin, der halt von 150 Kilo auf 100 Kilo abgenommen hat. Das war halt crazy damals für mich. Und wenn man den halt dann immer so sieht, wie er halt immer glücklicher wird, das ist schon geil in real life. Und das hast halt online natürlich auch, aber halt nicht in dem Ausmaß. Das heißt, PT ist auf jeden Fall eine Sache, die mindestens genauso geil ist. Und das ein einziger Vorteil, sag ich mal, von Online-Coaching ist halt, erstens ist es für den Kunden günstiger, weil wenn du jetzt halt wirklich einen guten Personal Trainer willst und da ein paar Stunden pro Monat willst, der wird seinen Preis haben und der wird jetzt nicht 20 Euro pro Stunde kosten, sondern eher mehr. Und das ist für die meisten finanziell dann wahrscheinlich nicht lang umsetzbar, sage ich mal so, beziehungsweise für die eher jüngere Zielgruppe, sage ich mal, die jetzt noch kein extrem hohes Einkommen haben und keine Millionäre sind oder was auch immer. Da wird es halt schwierig und ich denke, da ist Online-Coaching eigentlich ein recht guter Weg, um trotzdem einen Coach zu haben, der jetzt zwar nicht eben immer neben dir steht, aber das brauchen sowieso die meisten irgendwann nicht mehr, sondern der dich einfach quasi so begleitet und eben coacht und nicht trainiert. Und wie gesagt, als Trainer der Vorteil einfach ganz klar, du bist halt quasi ortsunabhängig, das heißt, du bist erst nicht an ein Fitnessstudio gebunden, was schon mal ein Problem ist als PT, weil meistens musst du eben Abgaben ans Fitnessstudio machen. Das heißt, von dem Einkommen, von dem Geld, was dir der Kunde gibt, bleibt dann schon mal nicht so viel, wenn du es noch versteuern musst, etc. etc. Und Punkt 2, du kannst halt auch deutlich mehr Kunden aufnehmen, weil als PT, du bist erstens sehr beschränkt, wann die Kunden Zeit haben, weil, du musst halt, weil die meisten sind es wahrscheinlich am Abend, so war es zumindest bei mir meistens, so ab 17 Uhr.
Und oder gleich früh am Morgen hattest du auch genau viele PTs gleich um 6 Uhr. Das kann auch sein. War auch ziemlich fresh eigentlich. Und tagsüber passiert halt, also zumindest bei mir ist relativ wenig passiert als PT. Ja. Und das ist halt so eine Sache, die als Online-Coach halt recht praktisch ist. Du bist halt nicht an Zeiten gebunden und kannst halt auch deutlich mehr Klienten aufnehmen letztendlich. Ja, und so, also jetzt gar nicht, über was gegangen ist, aber noch geredet. Ja, wie du einfach angefangen hast. Ja. Und ich denke, dass diese Hands-on-Erfahrung, diese PT-Erfahrung, die du viele Jahre gesammelt hast, ganz, ganz sinnvoll ist. Und, ja. Ich denke, das ist ja bei dir auch eben sehr gut gewesen, dass du das in der Fahrt noch gehabt hast. Ja, voll. Also 1300 Praktikumstunden und da eben sehr viel. Also jetzt nicht im Hinblick auf, wie erklärst du dem Patienten jetzt in meinem Fall halt das Kreuzheben jetzt 1:1, aber das konnte ich sowieso, dass ich das einfach im Hinblick auf die Verbindung von Physiotherapie zum Kraftsport, dass ich das dann gut machen konnte, weil ich habe ja während meines Studiums dann auch PTs gegeben im Deuce Gym, Shoutout an Dennis, und auch da in meinem Fitnessstudio vor dem Deuce Gym. Und das habe ich halt nebenbei gemacht, aber diese Hands-on-Erfahrungen, vor allem die Dinge, die ich mitnehmen konnte aus der Kommunikation mit dem Patienten, die oftmals noch um einiges schwieriger ist als mit gesunden Leuten, weil die sind einfach verletzt, die wissen nicht, was passiert jetzt, wie können sie sich bewegen, was bringt die Zukunft. Sind wirklich fertig. Ja. Und du musst halt noch ein höheres Maß an Empathie zeigen, noch mehr darauf achten, wie sprichst du Themen an, wie kannst du den Patienten klar machen, was jetzt Status quo ist, ohne dass du jetzt negative Gedanken erzeugst oder ihnen zu viel Hoffnung machst. Oder du musst halt auf sehr viele Dinge Acht geben. Und deswegen im Hinblick auf die Kommunikationsstrategie konnte ich immer sehr viel aus meiner Studie mitnehmen. Und ich denke, dass diese Hands-on-Erfahrungen sehr, 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 sehr wichtig sind. Ja? Also einfach 1:1 Kommunikation im direkten Gegenüber, weil wenn du jetzt Online-Coach bist und zum Beispiel über E-Mail arbeitest, dann kannst du immer noch den Text kurz löschen und was Neues schreiben. Aber wenn du jetzt irgendwie zwischenmenschlich was Falsches sagst, dann hast du was Falsches gesagt. Ja? Mhm. Und das kann dann halt mehr positiv oder mehr negativ empfunden werden. Dementsprechend Kommunikation ist eine der grundlegenden Eigenschaften, weil das später auch noch eine Frage war, die kommen ist, was den guten Coach, finde ich, ausmacht. Mhm. Also dass man einfach sich auf die Leute einlassen kann, Empathie zeigt, weiß, wie muss man sprechen, wie kommunizierst du einfach mit jedem, und da kannst du halt aus dem Online-Personal-Training, aus dem normalen Personal on-the-floor-Training kannst du relativ viel mitnehmen. Ja. Also irgendwie sollte jeder irgendwann mal Hands-on-Erfahrung sammeln und irgendwie PTs geben oder mit Menschen arbeiten. Ja. Wie gesagt, ich denke auch, wenn einem PTs jetzt irgendwie keinen Spaß machen oder so, dann wird ein Online-Coach ja auch keinen Spaß machen. Weil es ist halt, also PTs sind halt mega geil, weil wie gesagt, wenn dir das nicht gefällt, jetzt, dass du mit Menschen zu tun hast und dass du eben denen hilfst, dass sie besser werden, genau darum geht's, und das ist Online-Coaching nur mal noch schwieriger und noch, also Online-Coaching ist im Endeffekt Personal Training nur auf einem deutlich schwereren Level. Ja. Und natürlich, wie gesagt, du hast natürlich mit meistens fortgeschrittenen Athleten zu tun, aber eben so Dinge wie kommunizieren, Empathie zeigen und in die Personen reinversetzen, das sind einfach Skills, die du lernen musst und die besonders im Online-Coaching dann wichtig sind. Ja. Ja, das und ich muss man am Weg dann. Definitiv. Und ich finde, das macht eben irgendwo einen guten Coach aus, dass er sich auf dich einlässt und mit dir auf einer Ebene kommuniziert, die eben auf der ein und derselben Ebene ist, mehr oder weniger. Ja, ich habe das Ganze eben während dem Studium so angefangen, so nebenbei, eigentlich hauptsächlich mit Rehab-Kunden damals. Also ich habe eben mehr oder weniger Freunde trainingstechnisch betreut, dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich schon mein Wissen im Physiotherapiebereich ein bisschen erweitert, und dann habe ich eben Leute betreut, die so kleine Niggles hatten, die einfach nicht weggingen, und habe einfach schrittweise Belastungssteigerung und so, was du eigentlich auch machen könntest. Stressfass. Das Stressfass, ja. Habe ich eben so größtenteils. Also von meinen ersten 8 Kunden waren wahrscheinlich 4 Rehab-Kunden und 4 normale, beziehungsweise die einfach nackt gut aussehen wollten. Mhm. Und ja, es hat sich dann irgendwie so hochgearbeitet und eben während dem Studium einfach mehr Kunden betreut, mehr Erfolg erzielt, auch auf Rehab-Ebene, auf Body-Composition-Ebene etc. pp. Und dann hat sich das einfach so ergeben. Ja, also ich habe eigentlich Ende 2018 habe ich angefangen. Mhm. Ja, und das war irgendwie so. Also das war so mein Weg und das war deiner. Das waren unsere Wege. Das waren unsere Wege. Kann man quasi sagen. Und alle Wege führen in die PMT-WG. Und nach Wien. Yeah. Yeah. Vielleicht noch, du hast gesagt, du hast viele Kunden vom Personal Training dann ins Online-Coaching auch
übertragen oder hast du das nicht? Nee, ich glaube, der Toni, beim Toni war das so, dass er viele Kunden im PT und auch online hat. Aber wie hast du deine ersten Kunden auf Online-Basis gewonnen? Mhm. War das eben durch das, dass du auf Instagram schon relativ große Reichweite hattest und so? Mhm. Oder war das, hast du irgendwie Marketing gemacht und gesagt? Wir haben eigentlich beide noch nie wirklich gesagt, so, dass wir jetzt Online-Coaching anbieten. So, ich habe bei dir, das habe ich auch noch nie gesehen, aber ich habe es zum Beispiel noch nie gesagt. Nee, also ich habe damals nicht wirklich viele Kunden ins Online-Coaching dann letztendlich weitergeführt. Ja. Wobei, ich habe die meisten PT-Kunden, die ich gehabt habe, eigentlich auch online betreut gleichzeitig. Okay. Weil man muss halt natürlich sagen, ein PT ist halt ein PT und wenn dann im Plan dazu kommt, Ernährung und so, ist halt nicht alles im PT inkludiert, logischerweise. Dementsprechend, ich habe viele von den Kunden online betreut, aber viele waren davon auch eine ganz andere Zielgruppe, als die ich jetzt habe. Das heißt eben ein bisschen ältere und weniger mit dem Online-Coaching-System vertraut und die haben da auch nicht so Bock gehabt, dass sie mir dann Übungsvideos schicken oder sowas. Dementsprechend macht das für die Zielgruppe dann wenig Sinn. Ja. Wie habe ich dann meine ersten Kunden bekommen? Wie gesagt, also es hat eigentlich alles begonnen. Ich habe so auf Instagram, wenn mir dann Leute geschrieben haben, okay, alles so damals eigentlich nur mit Trainingsplänen und so begonnen, so ganz, ganz ursprünglich. Ja. Und irgendwann habe ich eben dann Coachings angeboten und ja, wenn man halt ein bisschen erzählt davon und man dann der Resultate vorweist, dann folgt sie. Also dann kommt eigentlich der Rest von allein meistens. Mhm. Und ja, so ist dann eigentlich alles passiert. Ja, also schon größtenteils über Instagram. Ja, also kann man schon sagen. Also ich war immer wieder überrascht, wenn jetzt Kunden angegeben haben, dass sie mich über Google gefunden haben oder was? So. Weil ein paar Kunden haben tatsächlich jetzt zum Beispiel so Personal Trainer Raum St. Pölten oder sowas gesucht und sind dann eben als Online-Coach auf mich gekommen. Aber also ich habe da auch immer gesagt, okay, mehr komisch, weil wirklich das jetzt über die Google-Suchresultate, dass man auf mich stoßt. Ich meine, natürlich kann es passieren, aber ich denke, dass man dann eher auf andere Personen zurückgreift, beziehungsweise die einfach höher gerankt sind. Aber ab und zu soll das passiert sein, so dass ich da oben war. Aber wie gesagt, Großteil über Instagram. Ich denke, so wie bei dir halt auch. Ja, ja. Ja, sowieso, ja. Aber lustigerweise auch relativ viel über Mundpropaganda. Mhm. Also, ja. Vielleicht, wenn man jetzt so sagen würde, so 70% aller Kunden haben mich über Instagram gefunden und der Rest dann durch diese Kunden wiederum durch Mundpropaganda. Das ist schon Wahnsinn eigentlich, was Mundpropaganda ausmacht. Wichtig, ja. Ja, also extrem, extrem wichtig. Und die hast du halt nur, wenn du gute Arbeit machst. Also wenn du Ergebnisse erzielst und wenn die Leute davon überzeugt sind, dass du das, was du machst, gut machst. Ja. Ja, dann hast du positive Mundpropaganda, ja. Wenn du, sonst ist das Negative. Ja, sonst ist das Negative. Dann kommt niemand zu dir. Ja, aber ich denke, weil das auch eben eine Frage ist, Marketing-Tools, ja, und jeder, also du musst halt den Leuten irgendwie zeigen, dass du Ahnung hast, ja, du hast es vorher gemacht, sonst hätten dich die Leute ja nicht angeschrieben über Instagram, hey, kannst du mir einen Trainingsplan schreiben oder kannst du mir einen Ernährungsplan schreiben oder whatever, wie es in der Vergangenheit war, aber du musst den Leuten, und du hast den Leuten im Endeffekt gezeigt, dass du Ahnung hast von dem, was du machst, du hast eigene Resultate erzielt, du hast Resultate bei anderen Leuten erzielt und du hast auf Instagram coolen Content produziert, also praktisch Content-Marketing, ja. Und dann ist eigentlich der Rest von alleine gekommen. Ja. Und du brauchst einfach nur... Du hast damals auch YouTube gemacht? Ja, tatsächlich ein bisschen, genau, stimmt. Ja. Du hast damals YouTube gemacht, ja. Ja, auch. Ja, voll. Ja. Ja, letztendlich geht es um eine Sache halt, dass du Vertrauen von deinen potenziellen Kunden gewinnst. Ja. Weil wenn du das hast, dann sind sie natürlich bereit, das zu investieren in ihren Körper, in was auch immer, in erreichen ihre Ziele. Dementsprechend musst du halt gut genug aufgestellt sein, einerseits was eben Resultate an Kunden, an dir selber und eben an Content generell, was das angeht, sein, weil wenn du jetzt, sagen wir, einfach null aktiv auf Social Media bist, wird dich erstens niemand finden, wenn dich bis jetzt niemand kennt oder sehr wenige, dann musst du halt vor allem über Mundpropaganda arbeiten, was natürlich auch geht, aber Social Media ist halt immer ein gutes Tool für das und du brauchst Resultate also, weil nur der Content allein wird dir auch nichts bringen, wenn du halt einfach nichts vorzuweisen hast, dass du jetzt wirklich irgendwie im Golf hast. Ja, definitiv. Ich finde, das über Mundpropaganda geht ganz gut im Das-Gym. Ja. Also ja. Da haben wir... Also es ist halt leichter als PT, als, ja, als Online-Coach. Definitiv. Weil wenn du jetzt, keine Ahnung, in... Was gibt es denn für einen abgefuckten kleinen Ort, wo uns wohl nicht mal ein Fitnessstudio existiert. So, es ist halt sehr schwierig im Gym, so weißt du. Ja. Weil in Wien ist halt leicht, dass man selbst als nur mit Wiener Klienten Online-Coach wird. Ja. Aber wenn du jetzt irgendwo wohnst, so, wo dich niemand kennt und dann groß werden als Online-Coach, obwohl nur mit Mundpropaganda wird halt sehr schwierig. Ja, das stimmt. Dementsprechend, es schadet halt auf jeden Fall nicht, wenn du eine Online-Präsenz hast. Ja.
Also es hilft dir sogar wahrscheinlich sehr. Und Online-Präsenz, du musst dich halt trotzdem irgendwo noch abheben, weil, sind wir uns jetzt ehrlich, ja. Es gibt mega viele Online-Coaches oder mega viele, die es werden wollen oder mega viele, die irgendwie coolen Content auf Instagram produzieren. Es gibt wirklich viele Leute, die echt coolen Content produzieren. Ja. Manche sind ja underrated. Ja. Mhm. Aber du musst dich halt irgendwie abheben. Du musst dich irgendwie abheben, weil du musst aus der Masse herausstechen, sei es durch deine Art, sei es durch deinen Humor, sei es durch zwei Schiche Hackfressen im YouTube-Fernsehen. Yeah. Und musst du irgendwie hervorkommen auf jeden Fall. Emporsteigen. Die Leute müssen sich halt mit dir identifizieren, mit dem, was du machst. Voll. Ja, dementsprechend hilft es halt, wenn du deine Persönlichkeit ein bisschen reinspielst in das Ganze. Ja. Und die halt hoffentlich gut ist und Leute anspricht. Ja. Das wäre halt ein Vorteil. Definitiv. Und du hast jetzt gepreppt. Du hast sehr viel Experience im Strength Training Bereich und hast eben selber und auch bei deinen Kunden super Erfolg erzielt. Ja. Also, und das, wie gesagt, das ist wichtig. Ja. Wenn man das hat, dann hat man das, was man braucht. Voll. Definitiv. Wie würdest du jetzt sagen, dass du dich von anderen abgrenzt oder wie grenzt sich generell ein guter Coach, und ich würde mal behaupten, dass du ein guter Coach bist, wie grenzt sich ein guter Coach von einem schlechten Coach ab? Ich denke, also ich habe mir darüber schon mal Gedanken gemacht, so was macht einen guten Coach aus, und ich denke, die ganz wichtige Sache ist einfach, es ist alles immer relativ, ob jetzt ein anderer hinter dem steht, was ich mache, hinter meinen Methoden, hinter deinen Methoden, hinter was auch immer für Methoden. Ich denke, es ist einfach immer wichtig, dass du selber dahinter stehen kannst und dass du mit vollem Gewissen sagen kannst, okay, ich gebe da jetzt mein Bestes und schaue, dass ich das Maximum aus der Person raushole. Mhm. Ich schaue, dass ich das alles so anpasse, dass es hoffentlich der Person so gut es geht hilft. Und ich denke, wenn man das macht und wenn das wirklich der Fall ist, dass man sagen kann, die ganzen Handlungen, was man für einen Kunden quasi macht, dass die wirklich auch einfach dem Endziel entsprechen, was der Kunde haben wir, wo der Kunde hin will, wenn das ihm wirklich dort alles hinführt. Und wenn man dann nicht sagt, okay, ja, nein, ich habe jetzt keinen Bock, ich schreibe jetzt einfach irgendwas oder was auch immer. Ich denke, das ist einmal das Allerwichtigste. Ja. Und weil es gibt immer verschiedene Methoden, die jetzt vielleicht spezieller sind oder was auch immer, und wo jetzt manche mehr dahinter stehen, manche weniger dahinter stehen. Letztendlich, wie gesagt, man muss einfach, denke ich, zu 100% hinter dem stehen können, was man macht. Man darf jetzt nicht irgendwie das Ganze aus Geldgründen machen und schauen, dass man eben Abkürzungen nimmt, sodass man möglichst wenig Arbeit hat, weil das wird erstens nicht die besten Resultate bei den Kunden liefern und zweitens langfristig dich sowieso nicht wirklich am Leben halten. Ja. Und ich denke, das ist mal das Allerwichtigste, und der Rest ist halt immer schwierig, wenn man jetzt, wie gesagt, damit hebt man sich ab oder so. Versuche einfach, dass du so gut wie möglich bist und das beste Resultat für deine Kunden kriegst. Und aus allem, was du machst, einfach versuchen, das besser rauszuholen. Ja. Also aus allem. Ja. Dass du dir bei jedem Trainingsplan, bei jedem neuen Programm, das du schreibst, denkst, Alter, das wird den Kunden jetzt voranbringen. Ja. Ja, oder bei allen Makroanpassungen, die du machst, dass das ist das, was jetzt den Unterschied machen wird. Oder sei einfach eine Begründung auch hinter allem steht. Halt, dass du irgendwie nicht sagst, okay, ich mache das jetzt einfach, damit ich es halt mache. Ja, genau. Sondern es muss halt auch einen Sinn haben. Ja. Es muss alles, jede einzelne Handlung Sinn haben und jede einzelne Handlung darauf gerichtet sein, aus der jeweiligen Situation das meiste herauszuholen. Ja. Ja, also das obliegt uns ja irgendwo, und wir sind immer nur so gut, wie es die Umstände unserer Kunden zulassen. Ja. Aber wir müssen eben das Beste aus den Umständen machen und schauen, dass wir den Kunden zu jedem einzelnen Zeitpunkt in seinem Leben voranbringen. Ja. Das war wichtig. Das war wichtig, ja. Das war mega wichtig. Ja, und dann eben was ich sonst noch eben ansprechen wollte, was ich vorher schon gesagt habe, eben Kommunikation macht meiner Meinung nach, oder Leute, die keine gute Kommunikation im Hintergrund stehen haben, das ist meiner Meinung nach nicht unbedingt ein guter Coach. Ja. Ja, also mit guter Kommunikation meine ich jetzt nicht irgendwie fancy Kommunikationsmöglichkeiten oder so, sondern einfach das klar kommunizieren, wo genau. Das ist es, ja. Und Verständnis zeigen, empathisch sein, etc. Das, was eben in jedem Beruf, wo Zwischenmenschlichkeit wichtig ist und wo Kommunikation wichtig ist, das, was eben nötig ist. Ja. Ja. Das ist mega, mega, mega wichtig. Ja. Zum Thema Kommunikation vielleicht. Wie arbeitest du generell? Kommunikation, Tools, was verwendest du so und wie können das andere Leute machen? Oder was ist so gängig? Also ich denke, am gängigsten ist momentan eher als allgemeine Plattform Google Drive für die ganzen Dokumente. Ja.
Wobei auch überraschenderweise nicht alle mit dem arbeiten, ja. Was ich nicht ganz verstehe, weil es einfach am simpelsten ist. So einfach Google Drive, Google Sheets, Google Docs. Ja. So, es geht eigentlich nichts einfacher für beide Parteien. Dementsprechend Google Drive ist also so die allgemeine Plattform, wo ich meine ganzen Dokumente eigentlich immer hochlade und eben share. Generell arbeite ich größtenteils über E-Mail und Video-Feedbacks. Mhm. Ich arbeite jetzt nicht über WhatsApp-Kontakt, so wie du es gleich machst, mhm. sondern eben über Video und E-Mail. So schaue ich eben, dass ich einerseits die Check-ins eben möglichst effizient gestalte und dass ich eben schaue, dass die besser werden von Woche zu Woche. Mhm. Und halt Video-Feedback, also Übungsfeedback, dazu nutze ich eben vor allem das Video-Tool. Manchmal auch Video-Check-ins, aber mhm. auch nicht immer. Ich mache es immer so, wie es halt einfach am besten ist. Mhm. Also wie ich jetzt einfach falls ein Problem auftreten sollte, wie ich das einfach am besten bearbeiten kann. Und oft ist da eben auch Video dann besser, weil man dann besser rüberbringen kann. Oft ist auch einfach E-Mail besser, es kommt einfach immer drauf an, aber generell, wie gesagt, nehme ich E-Mail und Video und ja, so mache ich das eigentlich. Du hast auch Calls mit deinen Clients? Also genau, ja. Ja, das musst du vielleicht auch noch dazu sagen. Und ich habe jetzt dann eh einen. Du hast eh einen? In 30 Minuten haben wir Zeit. Perfekt, 30 Minuten, das ist gut, das ist gut oder easy geht sich das aus. Ja. Mega, mega. Ja, also im Endeffekt gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie du schon gesagt hast. Du kannst über E-Mail kommunizieren, du kannst über WhatsApp kommunizieren, ich kenne Leute, die kommunizieren über Telegram. Ja. Ich kenne Leute, die, was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß nicht. Ich denke, es ist wichtig, dass man alles gesammelt hat auf einem Ort. Ja. Weil, was ich halt zum Beispiel nicht verstehe, wenn dann Coaches wirklich alles machen, also so WhatsApp, E-Mail, Facebook, Instagram, also ich würde durchdrehen. Ja. Wenn du mehr als 2 Kunden hast, würdest du durchdrehen. Ja. Und generell, Social Media ist halt immer kritisch, weil auf Instagram und so ist es halt sehr hektisch und dann übersiehst du halt mal was oder was auch immer und das ist halt auch nicht dann deine Schuld eigentlich, sondern weil du hast es einfach nicht gesehen. Ja. Das heißt, sucht euch wirklich eine Plattform, wo ihr wisst, es ist alles strukturiert und geordnet und ihr könnt das wirklich systematisch abarbeiten. Ja, das ist mega, sonst mega wichtig. Wird der Prozess deutlich ersperrt. Ja, seid organisiert, egal zu welchem Zeitpunkt. Das ist super wichtig. Ja. Und es gibt eben unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich arbeite jetzt mit Video-Check-ins oder Voice-Check-ins via WhatsApp halt, mache dann Video-Feedbacks oder Voice-Feedbacks, wenn es für den Klienten besser passt. Und das ist eben, wie du schon sagst, immer individuell und halt, wie es die individuelle Situation am besten zulässt. Und ja, das macht jeder anders und ich schreib halt ungern, ich mache das lieber so. Ja. Ist jedem das seine. Und ja, wie gesagt, das mache ich. Im Endeffekt kommt es darauf an, dass du eben etwas vermittelst, Anpassungen vornimmst oder eben keine, wenn es geil läuft. Ja? Und dass der Kunde weiterkommt. Ja. Also das ist das Einzige, worum es geht. Ja? Und welchen Weg du dann wählst, ist ja vollkommen egal. Es ist scheißegal. Ja. Ja, das stimmt schon. Dementsprechend wähle einfach was dir Spaß macht, wo du weißt, du kannst das machen, über längere Zeit. Ja? Cool. Und dann passt das. Ja. Dann passt das. Ja. Also mir macht es einfach Spaß, so ein bisschen zu reden. Ja. Deswegen mache ich das. Ich weiß. Ja, ja. Das hält Zeit. Was trackst du bei deinen Kunden vielleicht? Ja, was track ich? Also aktuell track ich Gewicht, Schritte, Schlaf, Trainingssessions, wann sie trainieren, weil ich jetzt auch gemerkt habe, dass das oft einen Unterschied macht beim Gewicht, beziehungsweise generell am Feeling. Ja. Trainingseinheiten, Makros, haben wir noch irgendwas? Und halt Training. Ja, ich glaube, das war's. Ja. Dass ich es vergessen habe. Ja. Und halt Form-Updates. Gut. Form-Updates, ja. Also wöchentlich oder biwöchentlich? Oder kommt jetzt eigentlich bei den meisten wöchentlich einfach dazu. Okay. Man sieht jetzt natürlich jede Woche einen Unterschied. Ja, das ist aber es gibt eine Verlaufskontrolle einfach. Genau, mach es einfach immer gleich. Ja, voll. Ich habe bei manchen Leuten habe ich biwöchentliche Form-Updates. Ja. Aber ansonsten im Hinblick auf die Parameter checke ich eigentlich die gleichen Sachen. Ja. Ich checke noch die Einwaagezeit. Okay. Weil das einen Unterschied machen kann. Ja, auf jeden Fall. Wie viel sie wiegen. Ja. Wenn du am Wochenende 3 Stunden länger schläfst oder 4 Stunden länger schläfst, kann klar mal das Gewicht unterschiedlich sein. Und dann füge ich eben bei gewissen Leuten noch gewisse Dinge hinzu, so wie zum Beispiel zu Bett gehe und Aufstehzeiten. Okay. Wenn ich merke, das variiert total brutal und da ist überhaupt keine Routine drin, mache ich das gern. Ich checke auch noch die Verdauung. Okay. Ja, das ist für mich auch ein Parameter, den eben. Das checke ich noch nicht lang. Das ist aus meiner Erfahrung resultiert. Wie trackst du das? Auf Rating? Rating, genau. Also 5 ist fresh, 1 ist shit, 3 ist okay und dann kannst du das zusammen rein. Also steht literally so im Sheet drin. Perfekt. Also 5 ist fresh. Fresh, yeah. Fresh and red, yeah. Ja, genau. Und ansonsten
Sonst check ich dir jetzt eigentlich nichts. Ja. Nein, ich habe da auch immer wieder was hinzugefügt und weggenommen. Cardio. Okay. Wie viele Minuten Cardio? Ja gut, das ja genau. Ja. Ja. macht Sinn. Was ich, also ich habe halt immer wieder ein bisschen was hinzugenommen und dann aber weggenommen oft. Und ich denke, man sollte nicht unnötig viel tracken. Ja. Weil erstens, wenn man sich ehrlich ist, es bringt dir als Coach nichts wöchentlich für die Anpassungen. Wenn es wirklich Probleme gibt, dann musst du eh halt nachfragen, meistens dann, okay, was ist, was, also dass du irgendwie vielleicht aufs Problem dann kommst. Aber wenn du dann irgendwie so richtig alle Kleinigkeiten trackst, es ist meistens eigentlich ziemlich übertrieben, dass du dann meinst, dass du damit was anfangen kannst als Coach und wirklich nur mit diesen paar Infos dann, keine Ahnung, XY anpasst, sodass du noch viel optimierst. Schritte! Haben wir gesagt, glaube ich, oder? Schon? Habe ich gesagt, ja. Auf jeden Fall, track, schau, also sei dir wirklich dessen bewusst, was du für Parameter brauchst von deinen Kunden und mit welchen du aktuell schon was anfangen kannst. Natürlich gibt es Coaches, die vielleicht schon deutlich mehr wissen als du oder deutlich weniger wissen als du und deswegen vielleicht weniger Parameter brauchen oder mehr, weil sie vielleicht die dann auch besser interpretieren können schon. Nimm einfach die Parameter, mit denen du aktuell was anfangen kannst. Ja, voll. Weil ich denke, ohne dich verkomplizieren ist das mega scheiße. Das nervt dann auch die Kunden, wenn sie jetzt die ganze Zeit alles tracken müssen. Ja. Trackst du Schlafqualität irgendwie? Hast du jedem deiner Kunden gesagt, jetzt musst du dir einen Oura Ring kaufen? Ich habe den Affiliate-Link an jeden Kunden geschickt. Perfekt. Nein, habe ich früher tatsächlich gemacht, ja. Schlafqualität. Aktuell schreiben sie mir einfach, wenn sie schlecht schlafen. Okay, ja, ich also, mache es nur subjektiv, auch ja. Mit der Skala von 5 bis 1. Also habe ich, wie gesagt, ich habe früher auch Stresslevel und sowas getrackt, 1 bis 5 und das ganze Zeug. Track Genauigkeit 1 bis 5. Letztendlich, wie gesagt, was Jack Genauigkeit? Ja, genau, also wie genau bei den Macros waren, okay. Und sowas. Ja, das ist okay. Aber ich habe das alles wieder weggenommen momentan, ja. Und eher auf so ein paar simple Sachen, ja, weil letztendlich die Infos wären zwar vielleicht nett, wenn es drinsteht, ein volleres Sheet oder was auch immer, aber was damit wirklich halt anfangs ist halt mega spannend. Viel Analyse! Ja. Analyse! Langfristige Daten! Ja! Ja! Ich habe auch noch Energielevel und Hungerlevel gehabt. Habe ich auch früher. Ja. Aber jetzt lass mir im Check-in nur sagen, wie waren die wöchentlichen Energielevel? Ja. Das vereinfacht es halt ja, deutlich. Voll. Einmal kurz sagen, wie war Stress, Energie und so. Ja, voll. Also wie gesagt. Das ist schon. Ich muss jetzt unter AJ, heute ist kommendes Blood-Glucose-Messgerät. Blutzucker muss ich jetzt messen. Ja. Crazy, Alter. Ist schon still. Ja. Ja. Ja, das ist Wahnsinn. Insulin-Incoming, ne? Der Wahnsinn. Perfekt, oder? Ja. Alles gut. Was hättest du gerne am Anfang gewusst, was du jetzt weißt? Mhm. A. B. B, C. Boah, das ist eine gute Frage. Sind wir recht gut, weil ich mir die Fragen nie durchlese vor dem Podcast. Ja, das ist improvisiert. Bei der letzten Frage, bei der letzten Frage, beim letzten Podcast, wo wir überlegt haben, ja, was hättest du gern früher gemacht? Nein, das ist ähnlich. Jetzt sind wir den fucking tiefen Fragen. Also, do what you wanna do. Yeah. Fokussiere dich noch mehr darauf, dass es einfach ein geiles Resultat für den Kunden wird. Ja. Letztendlich geht es nur darum, das ist einmal Punkt 1. Punkt 2, schau, dass du den Prozess so einfach wie möglich gestaltest, sonst wirst du ab 5 Kunden ein Problem haben, wenn du da kein System dahinter hast. Punkt 3, red klartext mit deinen Kunden, wenn sie so nicht weitermachen können. Also sag das auch, also mach sie ihnen bewusst, dass so das Ziel nicht erreichen werden. Alles gut. Genau. Das waren so 3 Punkte, denke ich. Also wie gesagt, red ganz klar, offen, Klartext mit deinen Kunden. Ja. Du musst wollen, dass sie weiterkommen. Dementsprechend musst du auch erwarten, dass sie alles geben dafür. Nicht nur du musst alles geben, sondern auch sie logischerweise. Und schau, dass du ein System dahinter hast. Mhm. Geil. Was ist bei dir? Ich habe eigentlich 2 Dinge. Dann halt nur 2, oder? 2, okay. Ja. Das sind ja keine 3 Dinge. Okay, mach nur 2. Dinge, die wir gerne am Anfang gewusst haben. Ja, aber 3 ist schon schön. Also 2 ist schon, ja, ich habe nur 2, oder? Entweder 3 oder 5. Du kannst dich noch erinnern an meine ewig langen Einführungsvideos. Ja. Also ich habe draufkommen müssen, dass ich, ich habe Einführungsvideos gemacht, wenn die Leute ihr Setup erhalten haben, nur damit sie Zuhörer wissen. Mhm. Die waren zwischen 50 Minuten und 1 Stunde 10 lang. Ja.
Und ich habe irgendwie, also ich bin draufgekommen, dass sich die meisten Leute das gar nicht zu Ende ansehen. Und ich dann am Ende, also die meisten Leute schauen dann 40 Minuten und den Rest schauen sie irgendwie, keine Ahnung, auf dem Weg irgendwo hin oder im Auto oder keine Ahnung, was die machen. Aber ich habe am Ende eine Liste mit Fragen erhalten, die ich am Ende des Videos besprochen habe. So, und ist eine ganz, ganz wichtige Sache an jeden Online-Coach. Egal wie viele Dokumente du schreibst, egal wie gut du denkst, du jede Frage beantwortest, in der ersten E-Mail nach Kickoff werden so viele Fragen kommen, die du eigentlich beantwortet hast, irgendwo. Das ist so oft bei mir, so nach der ersten Woche oder so, wo ich mir so denke, du frag alles, was du willst, aber eigentlich ist das überall genau beschrieben. Also, ja. Also drauf. Jetzt habe ich halt so seit 5 Starts von Leuten habe ich jetzt so ein Get Started Guide geschrieben. Ja. Das ist ein 10-seitiges Dokument, wo der ganze Prozess vom Tracking zum Checking. 10 Seiten? 10 Seiten, oder? Alter! Es ist ein Dokument mit Tracking, Check-in, wie man das Gewicht einträgt. Ich habe Ausschnitt, ist mit einem Snipping-Tool Ausschnitt gemacht aus einem Drive-Sheet, habe das immer reinkopiert, dann einen Kreis eingezeichnet, hier eintragen, etc. Okay. Also alles wirklich von null erklärt. Ja. Ja. Und jetzt mache ich das Einführungsvideo, gehe nur auf die Person ein, auf die Macros, auf das Setup, Cardio, warum mache ich das und jenes. Also erkläre den Leuten halt, warum ich diese Interventionen mache, die ich mache. Gehe nur auf die personenspezifisch ein, erkläre nichts, wie irgendwas zu managen ist. Steht alles im Get Started Guide, die Leute sollen sich dazu lesen und ich baller 20 Minuten Einführungsvideo und gut ist. Ja. Und das war das Erste. Also Aufmerksamkeitsspanne vieler Leute, ohne jetzt irgendwie das negativ zu behaften, aber das ist ganz normal. Ich hätte auch keinen Bock, mir 50 Minuten wieder zu sehen eigentlich. Das ist ja das. Ich hätte echt keinen Bock drauf. Ja, obwohl ich das bei Meiji damals auch machen habe müssen. Der hat es ja auch gemacht, ja. Aber jetzt ist er auch runter, glaube ich. Mhm. Ja, ich habe schon lange gemacht. Aber auf alle Fälle war das ein großes Learning von mir, also mach keine scheiß 50 Minuten lange Video, weil das sieht sich keiner an. Ja. Das zweite Learning, was irgendwie mit dem zusammenhängt, weil es war ja irgendwo der Hintergrund, ich wollte für jeden das bestmögliche Setup gleich von Anfang an und fokussiere dich weniger auf die Dienstleistung und mehr auf das Ergebnis. Ja. Also habe ich relativ schnell gelernt, so gegen Sommer oder so, aber am Anfang, weil ich mir gedacht habe, eigentlich, ich habe noch nicht mal ein abgeschlossenes Studium, ich kann mich noch nicht mal Physiotherapeut nennen, habe keine Prep gemacht, habe kein Powerlifting-Meet gemacht oder so, was kann ich eigentlich so? Und dann wollte ich sagen, ich habe die beste Dienstleistung so und das ist halt Bullshit. Ja. Also es geht ja nicht um die Dienstleistung. Ja, es ist komplett scheißegal. Ich fokussiere mich jetzt auch, wenn ich den Leuten Feedback gebe, wirklich auf das Wesentliche, kurz und knapp, zack, so machen wir jetzt die nächste Woche, erkläre noch die Hintergründe, warum machen wir das so und dann jetzt, das ist auch gar that's it. An alle Leute, die vielleicht so fragen, sich im Kopf, wie viele Sheets hat der? Ja, ja. Oder was lässt du mich wirklich alles tracken und wie lang sind die Check-in-Videos? Ja. Alter, wenn du dir solche Fragen stellst, dann verstehst du nicht ganz, worum es geht, weil es geht nicht darum, was du jetzt bekommst im Coaching, es geht darum, wo du hin willst und da sollst du hinkommen. Dementsprechend fordere nicht irgendwelche Dinge, nur weil jetzt irgendein Coach immer mehr anbietet, mehr Dokumente, 20 Seiten Dokumente, 30 Seiten, 40 Seiten, 50 Seiten, was auch immer. Oder 10 Seiten Stack Get Started Guide. Oder 10 Seiten Get Started Guide. letztendlich geht es immer um eine Sache, nämlich, dass dir der Coach hilft, dass du dorthin kommst und dass halt auch alle Online-Coaches nicht zu sehr auf den Dokumente-Hype, was auch immer Hype verfallen, sondern immer aufs Wesentliche fokussieren. Oder wer hat die schönsten Sheets? Auch bei der Valentin, das sind so simple Sheets. Yeah. Und weil, wenn man was sieht, man sieht ja oft so fancy Shit. Und ich mache es mittlerweile auch einfach so simpel wie möglich. Yeah. Also es muss natürlich einfach organisiert und einfach übersichtlich sein und nicht fancy. Das heißt, verbring nicht zu viel Zeit mit dem, wie deine Sheets ausschauen vielleicht, sondern dass du besser wirst. Ja, habe einfach das wäre mega. Habe einfach Sheets, die funktionieren. Genau. Und die nicht nach komplett hingeschissen aussehen. Ja. Und passt. That's it. Einfach. Das muss einfach funktionieren und zum Prozess beitragen. Und wenn es das tut, dann denke ich, erfüllt es den Zweck. Ja, definitiv. Okay. Das haben wir gesagt, wie sollte man als Coach sein Wissen erweitern?
Oder sollte man überhaupt sein Wissen erweitern? Nein. Oder sollte man eine Ausbildung machen? Oder sollte man den Ernährungsberater machen an einem Wochenendkurs im sonnigen Süden? Im sonnigen Süden, ja, da schon, weil das Sonne und Süden wäre. Nein, also ich denke, eine gute Ausbildung, wenn man jetzt in Deutschland oder Wien lebt oder Österreich, Intelligence Strength, da kann ich dahinter stehen, die habe ich damals eben auch gemacht und Chris hat sie da nicht gemacht, aber kann trotzdem dahinter stehen, weil man weiß, die vermitteln guten Content, der Andi und Alex und der Valentin und die anderen, die noch mitwirken jetzt mittlerweile, zu Gastvorträger. Ja, genau. Zum Beispiel Danny Lennon war damals bei mir auch da. Also das ist so eine Ausbildung, die einfach so eine Basic-Ausbildung ist, die, wenn man sie hat, dann ist man auf jeden Fall ready. Dann ist man ready, wenn man das gelernt hat, was man da lernt. Ansonsten, auch mit praktisch im Hintergrund. Ja. Also mit Diät und Strength Phase, ja, mega, mega geil einfach. Sehr gut. Also nicht nur eine scheiß Theorie reingeklatscht, sondern auch praktische Anwendung. Ja. Das ist mega geil. Ansonsten Podcasts hören, denke ich, ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel PMT. Das ist ganz, ganz wichtig. Apropos PMT. Weißt du eigentlich, dass die Leute mit dem Code PMT 10% auf ihre Bestellung bei Power Fitness Shop sparen können? Jetzt im Angebot. Alles eigentlich. Unserem Code nämlich mit PMT 10. Yeah. Also wir könnten ihn jetzt hier einblenden, aber wir machen es nicht. Nee. Wir machen es einfach nicht. Wir machen es nicht. Na und jedenfalls, das ist auch ganz, ganz wichtig. Die Ausbildung, Podcasts hören, gibt es so viele. Ja, Artikel lesen, Bücher lesen. Mhm. Ja, weiter. Ja, gibt so viele Möglichkeiten. Ja. Also, ich denke, was aber auch ganz wichtig ist, fall nicht darauf ein, dass du jetzt immer so viel lernen musst oder sowas. Voll. Sondern schau vor allem, was du jetzt in der Situation dann auch brauchst. Wenn du zum Beispiel weißt, okay, bei Klient XY ist jetzt vielleicht Problem XY und du weißt aktuell die Antwort darauf noch nicht wirklich, dann schau dann vielleicht, dass du ein paar Lösungen, Ansätze, ein paar potenzielle findest. Und dich vielleicht einlässt in die Thematik nochmal oder was auch immer, aber schau jetzt nicht, dass du alles lernst, weil letztendlich, du musst halt immer wissen, du musst immer unterscheiden, welches Wissen brauchst du jetzt und welches Wissen brauchst du vielleicht irgendwann mal oder vielleicht eh überhaupt nicht. Und dementsprechend konzentriere ich halt trotzdem auf die Dienstleistung natürlich und nicht nur Weiterbildung, weil du musst natürlich auch was machen, nur weil du jetzt immer mehr lernst, aber nichts davon anwendest bei Kunden, weil du keine Kunden hast oder was auch immer, dann ist es halt auch schwierig, weil dann bringt das Ganze nichts. Ich denke, das ist irgendwo auch ein Misunderstanding. Also, dass man einfach immer mehr Wissen haben muss und so. Das meiste lernst du einfach durch die Erfahrung mit den Leuten. Ist so. Ja. Also, und dadurch, dass du Dinge anwendest, dadurch, dass du eben bei spezifischen Fällen nachforschst, schaust, dass du für diese Geschichte, was jetzt gerade vorliegt, vielleicht eine Lösung findest und dann diese Lösung vielleicht auch auf andere Kunden übertragen kannst und so weiter. Ja. Also, die praktische Erfahrung ist mördermäßig wichtig. Also, mördermäßig wichtig. Das heißt, also im Hinblick auf alles eigentlich, ja. Damit du einfach schaust, okay, was passiert, wenn du bestimmte Dinge machst, wie reagieren unterschiedliche Körper drauf, wie reagieren unterschiedliche Körper auf verschiedene Übungen und so weiter und so fort. Es gibt tausend Möglichkeiten, das zu erklären. Aber auf alle Fälle, bild dich weiter, lies Research Reviews, lies Mass und von James Creo, Weightology etc. pp. Lies Bücher, bau dir eine gute Foundation mit einer coolen Ausbildung, aber vergiss nicht auf die praktische Umsetzung. Ja, das ist mega, mega wichtig. Das ist ganz lustig, weil in der Physiotherapie ist auch dieser Fortbildungshype, oder? Ja. Also in der Physiotherapie bildet sich jeder fort, also ist er komplett. Jeder bildet sich fort. Also es ist komplett irre. In der Physiotherapie ist es echt komplett irre. Also du. Ja. Das Erste, wenn du irgendwo hinkommst, sagst, welche Fortbildung hast du als letztes gemacht? Ja. Also, ich denke, wenn du dich einfach mit Leuten unterhaltest, so wie bei uns eben. Wir haben halt sehr gute Leute um uns, wir müssen uns einfach nur mit Leuten unterhalten im Gym und allein dadurch lernst du halt einfach so viel Neues. Ja. Und ja, wie gesagt, sei einfach interessiert an dem Ganzen und dann wird das Wissen sowieso mehr. Ja. So, ich würde sagen, wir machen noch 5 Minuten ein paar Rapid-Fire-Fragen, die jetzt eigentlich ganz schnell geklärt sind. Aber zuerst würde ich es mich natürlich freuen, wenn ihr diese Episode mit 5 Sternen bewerten würdet und einen Screenshot macht, und zwar genau jetzt. Und diesen Screenshot in die Instagram-Story packt und uns natürlich markiert. Wir reposten das Ganze und Manu schreibt nichts dazu. Na, ich weiß es nichts dazu. Und ich poste mein Gesicht dazu. Perfekt. Alles gut. Ja, ich würde sagen, wir machen hier weiter mit den Rapid-Fire-Fragen. Und zwar programmen wir unseren Klienten oftmals selber Übungen. Ja. Definitiv. Klar. Also, warum sollte ich jetzt jede andere Übung? Bender habe ich dieses Monat schon 2 Mal geprogrammt. Ah, die kommt jetzt nicht mehr rein. Wird zwar Sinn machen, aber na,
Nein, nicht bei dir. Ich habe immer so ein Rad. Ja. Zum Beispiel steht oben Hip Hinge und dann stehen da alle Hip Hinge Möglichkeiten um. Also Blockpull, RDL, Conventional Airlift und dann drehe ich mal. Und das fällt dann immer weg, oder? Und das fällt aber immer weg, das Potenzial. Ja, fällt dann. Genau. Also nochmal, beim nächsten Mal drehst du es nicht mehr da. Genau. Das ist eins weniger, ja. Ja. Also so irgendwer kriegt ich halt eigentlich dann die Hip Extensions als Hip Hinge. Ja, voll. Oder die Rack Pulls above the knee. Ja. Ja, ja. Genau. Das ist schon geil. Das ist es. Ja. Also egal, ob es Sinn macht oder nicht, ich programme eigentlich nie dieselbe. Nee, es ist nicht abhängig davon, ob es derselbe Klient ist. Wenn eine Übung geil ist und sie dem Klienten in der Situation was bringt, zum Beispiel wie Cuffed Laterals natürlich, dann bringt sie die Story gestern von Daniel gesehen. Na? Nicht? Na? Oder Cuffed Laterals? Ja. Yeah. perfekt sein. Ja, genau, also ja, tun wir. Warum ja nicht? Ja. Ja. Don't know. Aber ich würde jetzt niemanden, also wenn du jetzt Coach bist und einen Klienten im Dust Gym hast und einen im Clever Fit, würde ich den aus dem Clever Fit keine No Bullshit Incline Press programmen, weil dann wird schwierig. Gepickt. Ja. Wird schwierig. Also dann, ja, wird schwierig. Da musst du aufpassen. Okay. Warum werden wir nicht müde davon, wenn wir selbst hart trainieren und als Coaches arbeiten? Warum ist der Manu ist in letzter Zeit wirklich müde? Also, ja, ich bin eben schon müde davon. Bin eben müde, aber ja, man muss sich halt am Leben halten mit Monster. Das ist, denke ich, das Lebenselixier nach wie vor, Monster. Das einzig wahre Lebenselixier. Ja, aber wie ist die Frage jetzt wirklich gemeint? Ich habe keine Ahnung. Also, das ist schwierig. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Okay, dann kommen wir zu einem heiß diskutierten Thema. Okay. Der Preisdefinition. Okay. Das ist jetzt so richtig, jetzt können wir in die Timestamps reinschreiben. Preisdefinition 47 Minuten und die Leute werden alle darauf. Wie definiert man seinen Preis als Coach? Naja, wie gut wird das Ergebnis und was wo will der Kunde hin? Was braucht er für einen Service? Wie soll das Ergebnis ausschauen und wie gut bist du? Wie kannst du ihm wirklich helfen? Ja. Und irgendwo. Auch durch die Nachfrage. Ja. Weil wenn du keinen einzigen Kunden hast und sagst, okay, du verlangst jetzt 500 Euro. 5.000. 6.000. Dann hast du ein Problem. Hm. Aber ja, definitiv. Und auch irgendwo dann schon auch durch die Dienstleistung, finde ich. Okay, im Allgemeinen. Ab einem gewissen Level finde ich nicht mehr. Ja. Aber wenn du jetzt jemand bist, der sagt, deine Dienstleistung beinhaltet Kontakt einmal im Monat, dann finde ich schon, dass das einen Unterschied macht. Okay. Okay. Also wenn du jetzt sagst, okay, du schreibst mir einmal im Monat eine Mail, schickst mir den ganzen Zyklus, sagst mir, wie es gelaufen ist und ich bin ein Online-Coach. Und ich mache einmal im Monat Anpassungen. Also nur einmal im Monat? Einmal im Monat, ja. Okay, ist, und das finde ich schon, also das ist natürlich weniger Arbeit. Ja, du verkaufst halt immer eine Dienstleistung und nie ein Ergebnis. Das ist halt das erste Problem, weil wenn du sowas machst, ist der Preis schon mal sehr niedrig. Eben. Deswegen meine ich ja. Aber solche Leute, also ab einem gewissen Level, wenn man arbeitet, wie eben ein Online-Coach arbeitet, dann macht das Ergebnis einen Unterschied. Ja. Aber also, bis zu einem gewissen Level macht es auch einen Unterschied, was du genau anbietest. Dann, so darfst, ja, es ist schwierig. Also, wenn du anfängst, hast du ein Problem, schon generell. Ja, dann sicher ist dein Problem. Halt immer nur die Dienstleistung. Ja. Und wenn du das halt machst, dann machst du halt immer vergleichbar mit anderen. Voll. Dann fragst du bei dem, okay, wie viel Calls habe ich bei dir pro Woche? 2 nur? Oh, da bin ich heute weniger um 20 oder ja, andere Frage. Nee, aber. Das ist sehr komplex. Ja, na, aber definitiv. Also, das Ergebnis macht den Preis. Ja. Oder das, was der Kunde dann schlussendlich erreicht, ja. Haben wir noch eine, oder was? Eigentlich nicht. Ach so. Eigentlich nicht. Ja, that's it, Alter. Geile Zeit. War eine geile Zeit jetzt wieder auf dieser Casting-Couch mit dir, mit unserem Mikrofon. Ja. War schön, Alter. War schön. Ja. Für unsere Zuhörer war es hoffentlich auch schön. Hoffentlich, Alter. Wenn es für euch schön war. Morgen gibt es 500 Online-Coaches mehr. Vielleicht. Doch. Ein Traum. Okay. Ja, schauen wir. Schauen wir, was die Zukunft noch bringt. Also, wenn jemand Hilfe braucht.
Okay. Die Mastermind von uns wird kommen. Die Mastermind. Die PMT Online Coach Mastermind. Facebook Group. Yeah. Yeah. Ah, Facebook Gruppe können wir wieder mal. Alter. Wir haben eine Facebook Gruppe. Ja. In dieser findet ihr seit neuestem auch das Upper Body Density Protocol, einen Trainingsplan, der über 4 Tage die Woche strukturiert ist und euren Oberkörper auf das nächste Level bringen wird. Also seid gespannt, schaut rein, beantwortet die scheiß 3 Fragen, weil. Sonst kommt sie nicht rein. Sonst kommst du nicht rein, Alter. Ja. Ja. Ist gut, Leute. Also komm in die Gruppe, Alter. Lauter brutale Leute drin. Also ihre. Komplett org. Ja. Ja, ansonsten. Danke fürs Zuhören. Danke. Gerne sharen. Und wir werden euch dann auch sharen. Sharen. Schere. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jere. Moin, Jere.